Jetzt geht's also an die Gestaltung. Zuerst einmal widmen wir uns der Zeilenhöhe. Die sind jetzt etwas gar schmal geraten, das wird unübersichtlich. Ich überfahre alle Zeilen, da habe ich noch eine zu viel erwischt, also die ganze Tabelle oder eben direkt auf diese obere linke Ecke klicken und jetzt kann ich bequem da die Höhe anpassen mit diesen Pfeilen oder direkt über die Eingabe 0,7 cm. Jetzt ist es schon viel luftiger. Falls es bei dir noch nicht so sein sollte, nochmals hier ein Blick auf die Ausrichtung. Wenn wir jetzt also diese Inhalte zentriert haben wollen, so findest du das ebenfalls unter Layout, mittig und zentriert. Dann als nächstes möchte ich da die Hintergrundschattierung noch vornehmen. Diese Mittagspause, die soll nicht durch Linien getrennt werden. Deshalb wählen wir da beim Tabellenentwurf für den Rahmen ohne diese inneren vertikalen Linien. Du siehst, jetzt wird es ein Balken und dafür wählen wir als Schattierung so ein helles Grau. Der Titel hingegen, der soll nun über mehrere Zeilen hinwegreichen. Das heißt, diese Zellen, die müssen wir jetzt zu einer einzigen verbinden. Ich wähle sie alle aus und jetzt mit einem Rechtsklick kann ich sagen, Zellen verbinden. Und wenn ich jetzt hier hineinschreibe, so reicht die Schrift über mehrere Spalten hinweg. Diese Schrift muss nun noch angepasst werden. Das ist 24 Punkt und fett. Und die Schrift soll weiß sein. Und damit man sie jetzt trotzdem sieht, muss diese Zelle, die dahinter liegt, natürlich wieder in diesem selben Grau sein, also Tabellenentwurf und die Schattierung wieder grau. Der Titel ist nun noch etwas gar schmal. Wenn ich zwischen die Zeilen gehe, so kann ich manuell die Höhe auch noch anpassen, bis es mir passt. Ebenso ist die Mittagspause vielleicht etwas gar breit, die kann ich jetzt noch etwas schmaler machen. Dann sollen die Lektionen noch fett sein, hier über dieses Symbol oder wie immer Befehl B. Und auch etwas größer, die nehmen wir mal 12 Punkt. Und die Tage, die sollen einfach fett sein, aber etwas kleiner. Ja, und jetzt sieht es eigentlich recht hübsch aus.